ohne proprietäre Lösungen möglich. Und wie gesagt, also es ist eine etwas ältere Entscheidung schon, ja, die ist ja schon über 10 Jahre her. Die Entscheidung lautet, keine Plugins im Web, weil es nicht funktioniert, weil irgendwer immer nichts geladen hat. Ja. Das war ja auch mit den Filmabspielen das Problem. Deswegen sage ich ja immer, wir geben es als H264 aus, nicht anders, weil alles andere braucht ein Plugin.